Ja Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Ich möchte mich bei euch bedanken für 100 Abonnenten. Richtig, richtig geil. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der abonniert hat und der meine Videos guckt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht tatsächlich. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei und bin mega happy. Und tatsächlich ist das gerade perfektes Timing, weil ich plane schon mit einem Freund länger ein ganz bestimmtes Format, was jetzt quasi als 100 Abonnenten-Special kommt. Aber bevor ich weiter erzähle, was wir genau machen wollen, möchte ich euch vorstellen, mit wem ich es mache. Und zwar Johnny Steps. Was geht? Ja, moin Frank. Jo, er ist auch YouTuber, er hat noch nicht so super viele Videos, aber hat sehr geile Videos zur Geschichte von Yu-Gi-Oh! Also zum Erklären von bestimmten Kartentypen und so. Ja, und, die ganz simplen Sachen für Anfänger. Genau, so die Grundlagen. Deswegen, wenn ihr die mal auschecken wollt, macht es auf jeden Fall. Sein Channel ist in meiner Beschreibung verlinkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, was wir machen wollen, planen wir ja schon länger. Und zwar kennt ihr vielleicht, wenn ihr auch andere YouTuber irgendwie verfolgt, so die Progression Series von Simo. Von dem haben wir es im ersten Punkt gehabt. Ne? Genau. Also, da haben wir es zuerst gesehen, schon was her. Genau. Und hatten immer vor, das selber zu machen. Genau, wir fanden es richtig geil, diese Idee einfach quasi online die ganz alten Sets zu öffnen. Ja. Jeder ein Display und. Ich weiß gar nicht, hast du die alten Sets in Wirklichkeit mal geöffnet? Hast du Blue Eyes gehabt oder so? Ich glaube, also wenn ich mich erinnern kann, ich glaube so Metal Raiders war eins meiner ersten Sets. Okay. Also ich spiele schon ein bisschen länger als ich. Ja, aber dann auch mit einer langen Pause und so und dann. ja, aber auf jeden Fall war das super nostalgisch und auch so, keine Ahnung, dann war so, wir haben es einfach das, was Simo gemacht hat, in seinem YouTube-Channel, einfach selber gemacht. Unter Freunden, irgendwie mit 3-4 Leuten haben wir das gemacht und einfach irgendwie, wir saßen dann, keine Ahnung, als wir das letzte Mal gemacht haben, keine Ahnung, bis tief in die Nacht irgendwie, haben immer das nächste Set und es war einfach richtig geil, richtig nostalgisch. Ich meine, wir spielen auch Meta und so, was auch mega Bock macht. Aber es ist trotzdem einfach mal geil, so. Es ist wieder was anderes. Es ist ein ganz anderes Spiel, ne? Also. Und das ist schon halt richtig cool. Und ja, und da dachten wir uns, ey, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie Simo komplett kopieren, aber das Format ist halt so eine coole Idee und wir wussten bis jetzt nicht, dass es das in Deutschland auch gibt. Aber wir haben tatsächlich gesehen, dass vor 2 Wochen hat Yu-Gi-Oh! Nice Guy. Hat das angekündigt, genau. Als Way to Goat. Genau, deswegen checkt das auf jeden Fall auch aus. Auch sein Channel ist hier verlinkt. Der Yu-Gi-Oh! Nice Guy, auch ein super cooler deutscher Yu-Gi-Tuber. Aber wir planen das jetzt auch schon länger und wollten uns jetzt nicht davon abbringen lassen, weil Yu-Gi-Oh! Nice Guy. Wir spielen es auch ein bisschen anders. Also genau. Ich glaube, das ist Road to Goat, damit es sich ein bisschen geschmeidiger anhört. Genau. Aber, genau. Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Nice Guy in der Ankündigung hat er gesagt, die wollen es nur bis zum Goat-Format machen. Müssen jeder eine Götterkarte spielen und so. Das werden wir nicht machen. Nein, wir spielen auf jeden Fall länger und keine Götterkarten. Also genau, sondern einfach free. Yu-Gi-Oh! Nice Guy wird es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit der Gold-Banlist machen. Genau, mit der Gold-Banlist. Und wir werden es aber so machen, dass wir immer die Banlist nehmen, die zu dem Zeitpunkt, also an dem Tag, wo das Set rauskam, aktiv war. Das bedeutet, dass man, wenn wir ein Set das erste Mal aufmachen, wird jede Karte auf 3 sein. So. Und das ist so unser Ding, wie wir das machen wollen. Wird bestimmt komplett unbalanced, aber wird cool. Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht werden wir die Regeln irgendwann ändern. Aber auf jeden Fall machen wir es jetzt erstmal so. Und was noch wichtig zu sagen wäre, wir werden immer ein Match machen. Also wir bauen unsere Decks nur mit den Karten, die wir gezogen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen weißen Drachen nicht zieht, dann kann man ihn natürlich auch nicht spielen. Ja. Wenn du ihn einmal siehst, darfst du ihn auch nur einmal reintun, nicht im gleichen Playset. Genau. Also wirklich nur das, was man in seinem Display zieht. Genau, das darf man benutzen. Und wir werden es so machen, dass wir ein Match spielen, also wer als erstes 2-mal gewinnt. Und wenn einer von uns gewinnt, dann darf sich diese Person eine Karte aus dem Set, um das es gerade ging, noch eine Karte aussuchen fürs nächste, um da vielleicht einen kleinen Vorteil zu bekommen. Wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Wenn einer von uns jetzt irgendwie 10-mal hintereinander gewinnt und man sieht, dass sein Deck viel zu gut wird, dann ändern wir das vielleicht nochmal. Genau, aber so ist jetzt gerade zumindest der Plan. Genau. Gibt's noch was zu sagen? Vergesse ich gerade irgendwas? Ich glaube nicht, dass du was vergisst. Also, das hört sich sehr gut an. Genau, ich glaube, wir machen nur die Hauptsets. Ne? Wir machen nur Hauptsets, ja. Genau, also so Zwischensets werden nicht dabei sein. Und ich weiß nicht, wenn wir so weit kommen, sowas wie Secret Slayers oder so jetzt, also mit Eldlich und so, würden wir dann halt wahrscheinlich nie haben. Da können wir aber noch überlegen, wie wir Hauptsets das machen. Noch ändern, aber wir werden auf jeden Fall keine Structure Decks benutzen. Genau. Und das wird das auf jeden Fall nochmal gut verändern. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und jetzt hoffen wir einfach, dass ihr Bock habt. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Auf jeden Fall. Ich bin super gehypt. Ich freue mich da schon sehr, sehr lange drauf. Und wie gesagt, nur nochmal, um das deutlich zu machen. Simo hatte die Idee als erstes. Auch Yu-Gi-Oh! Nice Guy hat das auf jeden Fall vor uns oder vor mir, vor meinem Channel gepitcht. So. Deswegen checkt die Sachen auf jeden Fall auch aus. Aber das ist so ein cooles Format. Ich glaube, wenn es da noch mehr von gibt, schadet das keinem. Und ja, wir hoffen jetzt, ihr habt Bock. Wir haben Bock. Und mega Bock, ja. Ja, und los geht's. Ja, Leute, wir fangen einfach mal direkt an. Ich werde jetzt mein erstes Display aufmachen. Ich habe richtig Bock darauf. Und zwar machen wir das hier bei Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Das ist echt ziemlich cool, weil wenn man hier auf Card Database geht, hat man hier einen Pack Opener. Und das ist halt wirklich unnormal geil, weil wir hier einstellen können Sealed Draft Mode. Das müsste eigentlich sein, dass man quasi relativ echte Ratios hat, wenn man ein Display aufmacht. Und dann Packs natürlich 24, weil wir haben ja 24 Packs in einem Display. Und dann geht man hier ein bisschen runter. Hier sind halt die aktuelleren Sets. Die Rise of the Duelist, Genesis Impact, Phantom Rage. Und hier haben wir die nostalgischen Sets. Hier die Sets, die als allererstes rauskamen. Und wir fangen natürlich an mit Legend of Blue Eyes. White Dragon. Vor allem hoffe ich auf die starken Spells. Also Wiedergeburt, Fusion, Schwarzes Loch wären ziemlich gut. Gucken wir mal rein. Richtig, richtig geil. Ich bin super gespannt, was wir ziehen können. Und oh, wurden wir da schon gespoilert, was wir im ersten Pack haben? Und ja, hier haben wir unser erstes Booster. Man sieht es auch hier, 1 von 24. Und man kann die auch einzeln umdrehen, indem man draufklickt, aber das dauert ein bisschen zu lange. Deswegen werden wir einfach Flipcards machen. Und ja, ich hoffe, wir können direkt was richtig Nices ziehen. So, im ersten Set, ja, ist jetzt nichts besonders Starkes dabei. Der Hitozu Me-Giant oder Me-Giant ist halt okay von den Werten und so. Wurde tatsächlich der grüne Phantomkönig, Green Phantom King, ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch auch so heißt, der hat ganz gute Stats, 1600 Verteidigung. Das war, also gab mal eine Zeit, da war das gut. Jetzt gerade ist es tatsächlich ganz gut. Den merken wir uns auf jeden Fall für unser Deck. Ja, das ist auf jeden Fall alles nur Scheiße. 1100 ATK, 1400 Def. 1400 ist gar nicht mal so wenig eigentlich. Zu dem Zeitpunkt natürlich. Tatsächlich hier der Dragon Capture Jar in so einem dritten Pack kann interessant sein, falls jemand Drachen spielt. Es kommen auch noch ein paar ganz gute Drachen. Oder wenn Johnny tatsächlich es schaffen sollte, irgendwie Blue Eyes zu ziehen oder so, dass der uns nicht gefährlich wird. Oder Drachenfluch. Also es gibt echt starke Monster, also starke Drachen vor allem in diesem Set oder in den nächsten Sets auch. Deswegen als Side-Deck-Karte könnte die auf jeden Fall ganz interessant sein. Also Remove Trap nehmen wir auf jeden Fall mit, zumindest für Side-Deck, weil ist immer mal interessant. Oh, jawohl, da ist der Topf der Gier, der ist super geil und ich hoffe natürlich, dass wir den noch häufiger ziehen können, auch wenn das später nichts mehr bringt, aber also, dass wir ihn einmal gezogen haben, ist schon mal richtig, richtig nice. Das ist die erste Secret Rare, ist natürlich nicht gut, aber wenn wir Fusion ziehen sollten und beide Materialien, dann ist sie okay. Aber lieber nehmen wir natürlich den Giant Soldier of Stone, 2000 Def, Hammerkarte. Oh, der Aquamador, auch richtig geil, super starke Karte, 2000 Verteidigung, es gibt einfach kaum Monster, die da irgendwie drüber kommen. Deswegen, wenn man kein Out dafür hat, super starke Karte, geil, dass wir den gezogen haben. Und noch ein Giant Soldier of Stone. Auch wieder sehr gut. Ich meine, Defensive damals in Yu-Gi-Oh! Nicht zu unterschätzen. Sehr schön. Die Super Rare Raigeki, die ist auf jeden Fall sehr gut. Also bisher ziemlich zufrieden. Witty Phantom ist ganz okay. 1400 Angriff. Solide auf jeden Fall. Metal Dragon ist auch so geil. Eine Fusionskarte, die du zwei Monster opfern musst, also man geht minus 3, weil man noch eine Fusionskarte spielen muss und dann hat man ein Monster mit 1850 Angriffe, das ist echt geil. Succubus Knight, tatsächlich eine der besten Karten in dem Set, weil damals gab es einfach keine besseren, also für ein Tribut so viel ATK
so viel ATK natürlich in Anführungszeichen, aber interessant. Könnte man überlegen. Ist, glaube ich, ein Krieger. Könnte man also noch mit Sogen und diesem Schwert kombinieren. Vielleicht bauen wir uns ein bisschen was Kriegermäßiges, wenn wir die im Playset ziehen. Könnte man das überlegen. Reaper of the Cards, interessant. Ist ein ganz okayes Tributmonster. Oh, der Biberkrieger ist ganz cool. Hinutama ist ganz witzig, aber war auch schon damals nicht wirklich stark. Ja, die zweite Secret Rare ist der Trihorned Dragon und der ist sehr gut. Ist, glaube ich, das beste Monster, also das beste normal beschwörbare Monster in dem Set. Ich glaube, der ist sogar besser als die andere Secret Rare, die wir gezogen haben. Sehr, sehr gut. Ich meine, Drache ist jetzt nicht so mein Fall. Ich mag Drachen nicht, aber sieht schon witzig aus. noch eine Remove Trap nehmen wir natürlich auch. Oh, geil. Der Drachenfluch. Hammer. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist das beste ein Tributmonster hier. 2000 Angriff, das ist schon richtig stark. Da könnte es sich echt lohnen, irgendwie Drachen-Support zu spielen. Richtig, richtig cool. Der Drachenfluch, das ist nice. Der Skull Redbird, der ist die beste Normal Summon. Nehme ich also gerne. Und Trap Hole, auf jeden Fall sehr gut. Geil. Ja, Nexodia-Teil werden wir natürlich nicht spielen. Wenn man alle Exodia-Teile ziehen würde und drei Top der Gear, dann könnte man im ersten Duell darüber nachdenken. Aber selbst dann ist es, glaube ich, nicht wirklich gut. Also auch hier am besten tatsächlich der Green Phantom King wieder. Und ja, aber geil, dass wir eine Ultra Rare gezogen haben, aber hätte ich natürlich lieber eine andere gezogen, keine Ahnung, einen Dark Magician, Blue Eyes oder so, weil diesen zumindest, also vor allem der Blue Eyes, ist ein echt starkes Monster noch. Und ist sowieso ultra ikonisch, deswegen. Ja. Tatsächlich hier der Succubus oder Succubus Knight ist, glaube ich, das zweitbeste Tributmonster, also das für ein Tribut, das zweitbeste Tributmonster hier im Set nach dem Drachenfluch. Deswegen könnte sein, dass wir den auch spielen. Stop Defense, gute Karte. Gerade halt gegen Sachen wie den Giant Soldier of Stone, da ist schon gut. Noch ein Red Skull Bird. Das ist richtig gut. Carbonar-Ritzer, tatsächlich Instant Fusion Target. Heutzutage manchmal noch in ein paar Rogue-Decks zu finden. Nee, das wollen wir nicht. So, wir sind jetzt bei Pack Nummer 13, 14, ich weiß nicht. Kein Stop Defense ist richtig gut. Vor allem gegen halt so Karten, die sehr viel Verteidigung haben, die es ja hier gibt mit 2000 Defense, wo man halt sonst nicht drüber kommt. Stop Defense ist eine sehr coole Karte, also mindestens Side-Karte, aber wahrscheinlich sogar fürs Main Deck. So, hier ist Curse of the Dragon, auch sehr gut, super rare. Ein Tribut, 2000 ATK, also besser als die Spinnenkriegerin. Den nehmen wir auch. Oh, geil. Fischer, also Spalt. Und Urabi. Urabi auch sehr geil. Also eines der stärksten, ich glaube das zweitstärkste Monster von den Angriffspunkten her, was kein Tribut erfordert. 1500. Es war tatsächlich mal gut. Geil, sehr cool. Aber wie gesagt, Spalt ist mein Highlight. Ja, sehr cool. Flammenschwertkämpfer, yay. Super generische Fusionskarte, die natürlich ultra schlecht ist. Also, damals waren 1800 jetzt gar nicht so wenig, aber dafür eine Fusion benutzen, nee. Sieht natürlich ganz cool aus und außerdem ist Joey einfach ein geiler Typ. Trotzdem hat selbst der bessere Karten. Hier ist das Legendary Sword, aber ich glaube, wir haben die Spinnenkriegerin gar nicht mehr gezogen. Wir haben die nur dieses eine Mal und dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, dafür extra dann auf Krieger zu gehen. Auch wenn ich Krieger eigentlich echt ganz cool finde. Also sie sind halt ziemlich stumpf. Ich bin jetzt nicht so der Drachentyp. Spellcaster oder Krieger würden es sein. Ja, noch ein Urabi, das ist geil. Und Two-Pronged Attack. Oh ey, und sogar eine Secret Rare. Der Gaia Drachenritter. Scheiße, der ist echt cool, aber leider super schlecht einfach. Also ich hätte nicht spielen können. Boah, eine Secret Rare gezogen, was geil ist, die ich aber nicht verwenden kann. Schade, aber Two-Pronged Attack ist tatsächlich ganz okay. Also man muss zwar zwei seiner Monster opfern, um ein Monster oder eine Karte, ein Monster des Gegners zu zerstören.
aber es kann manchmal schon echt wichtig sein. Und Urabi ist wie gesagt super, aber ach, schade, ey. Dass die Secret Rare so eine coole Karte ist, die wir aber nicht spielen können. Spirit of the Harp, nochmal 2000 Defense und ganz wichtig, Super Rare, Swords of Revealing Light. Die muss natürlich ins Deck. Das ist eine Hammer-Karte zum Stallen, wenn es mal nicht so gut für mich aussieht, werden wir ihn damit kriegen. Oh, geil. Spirit of the Harp, super stark. 2000 Defense, kann man gar nichts gegen sagen. Super, super gut. Witty Phantom ist auch okay, also würde ich mich nicht beschweren. Noch ein Succubus Knight. Was ist denn der zweite? Wenn in den letzten drei Packs noch einer dabei ist, oder ich mich verzählt habe, dann wird's der sein. Remove Trap ist auf jeden Fall eine coole Karte für Side Deck wahrscheinlich. Two-Pronged Attack halt wieder ganz cool auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Die letzten Packs. Können wir noch was richtig Geiles ziehen? Nochmal Two-Pronged Attack. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie auf 3 spielen werde. Aber nochmal Remove Trap ist ganz cool. So, letztes Pack, da muss das noch eine Succubus Knight drin sein. War es die, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir hier die Gesamtauflistung. Also wir nehmen auf jeden Fall den Urabi. Urabi, sehr gute Karte. Also 1500 ATK kann man machen. Ja, diese Secret Rare Gaia. Der Dragon Champion ist natürlich harter Waste. Schade, da hätte ich lieber was anderes gehabt. Giant Soldier of Stone, einer. Remove Trap war dabei. Noch ein Stone Soldier. Der Raigeki ist natürlich fantastisch. Succubus Knight. Einer, ja. Tatsächlich dann wahrscheinlich nur die beiden, die ich auch gezählt habe. Fürs Deck. Wirklich gut. Red Skullbird, auch sehr gut. Da ist die Trap Hole, die nehmen wir mit. Tja, aber das war's dann auch schon. Wie ich daraus jetzt 40 Karten zusammenkriegen soll, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir kommen zum letzten Pack. So, können wir hier was Nices ziehen? So, ganz kurz, da haben wir die Übersicht von allem, aber nochmal hier gucken. Ja, nichts richtig Besonderes. Also, leider kein Raigeki gezogen. Schwarzes Loch ist, glaube ich, auch hier drin. Wenn ich mich nicht täusche. Auch krass, leider nicht gezogen. Was aber wirklich cool war der Drachenfluch auf jeden Fall. Der Top der Gier, super wichtig. Aber sonst könnte eng werden. Mal gucken, wie Johnny zieht. Aber. Oh, müssen wir gucken. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal die Übersicht. Ich wüsste nicht, wie man das ordnen kann. Wäre halt ein bisschen geiler, dass, wenn man das richtig ordnen kann. Zumindest hier im Sealed Draft Modus. Aber hier haben wir trotzdem eine komplette Übersicht der Karten. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hinsetzen, ein geiles Deck bauen und euch dann gleich zeigen, womit wir Johnny besiegen werden. Okay, Leute, ich bin fertig mit meinem Bild. Ich denke, es ist ziemlich gut geworden, also dass wir damit eine gute Chance gegen Frank haben. Je nachdem, wie er gepult hat, aber wir haben nur einen Urabi, aber 1500 ATK, den nehmen wir auf jeden Fall. Wir haben drei Stone Soldiers, haben wir gute Verteidigung, wir haben Raigeki, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Succubus Knight, tatsächlich nur zwei, hatte ich mich nicht verzählt. Ist trotzdem die beste One-Tribute-Karte nach Curse of the Dragon, den wir auch einmal haben. Und da sie ein Krieger ist, habe ich mich dann wirklich dazu entschieden, Sogen und Legendary Sword reinzutun, die außer dem Succubus Knight nur den Masaki pushen. Masaki, keine gute Karte, wie man sieht, 1100, 1100, relativ ausgeglichen. Ist allerdings die Fusion für den Flammenschwertkämpfer. Wir haben zwar keine Fusion, aber vielleicht ziehen wir in den späteren Sets noch den Fusionsraum, die Field Spell, die dann von der Hand fusionieren lässt. Deswegen haben wir auch alle Fusionen, die wir gezogen haben, mit 6 oder weniger. Die nächststärkeren Karten, die wir hatten, war Witty Phantom und natürlich den Skull Red, weil der ist wirklich der Beste. Aber Witty Phantom, dazu habe ich dann am Ende noch das Book of Secret Arts reingetan. Einfach um Spellcaster zu pushen. Das ist zwar der einzige, den wir haben, das ist eine Fee, hat auch 2000 Defense.
Das ist eine Plan. Ah, noch, wir haben hier noch den Aktuarmador. Genau. Und auch 2000 Defense, sehr gut. Und wird natürlich gepusht. Flame Manipulator habe ich nur reingetan wegen der Fusion. Und weil es wirklich einfach keine besseren Karten gibt. So, also ein paar Punkte, ja. Den will ich aber später noch gerne dabei haben. Falls wir, wie gesagt, den Flammschwertkämpfer machen können. Wegen den verräterischen Schwertern müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Hier, er kann erst erst Warrior, auch wenn die Stats natürlich komplett der Grütze sind, aber er wird auch ein bisschen gepusht. Er ist zum Spellzweck machen, was am Anfang tatsächlich sehr schlecht ist. Nur Field Spells und Equip Spells könnte man dann wegmachen. Weil er setzt Spells. So. Es gibt noch keine Quick Spells und die starken Spells wie Regeki, Wiedergeburt und so weiter werden eh direkt aktiviert. Genau, wir haben noch einen Stop Defense, was wie gesagt sehr gut gegen die Soldier und so weiter ist. Ja, Leute, dann wollen wir uns mal angucken, was ich hier gebaut habe. Wir haben meiner Meinung nach echt nicht so super geil gezogen, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir den Sieg davon tragen können. Also, das ist natürlich hier der wunderschöne und auch wirklich gute Drachenfluch. Der Succubus Knight und die Spike Seedra als Tributmonster sind halt okay, würde ich sagen. Die zweit- und drittbesten Tributmonster vom Angriffswert zumindest, die man spielen kann. Aber ja, natürlich überhaupt nicht gut. Ich meine, 5 Sterne, 1600 Angriff, das ist so krass. Als nächstes spielen wir Urabi, der aber tatsächlich ganz gut ist. Das zweitbeste Nicht-Tributmonster, das beste haben wir leider nicht gezogen. Das ist der Skull Red Bird, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ach, das wird schon reichen. Dann das Witty Phantom auf 3, weil ich den dreimal gezogen habe. Urabi halt nur zweimal leider. Fire Yaru. Weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist er auch ganz okay mit seinen 1300 Angriff. Der Aquamador ist halt vor allem sehr stark gegen seine 2000 Defense. Der Biberkrieger, auch ziemlich solide Karte, 1500 Verteidigung, 1200 Angriff, also kann man sogar mal in Angriffsmodus spielen. Tihone ähnlich, halt genau das gleiche wie Biberkrieger, nur ein bisschen schlechter, weil er weniger Verteidigung hat. Das Tripwire Beast auf 3, genau wie Terra the Terrible. Ja, ich finde es übrigens mega geil, wie die Artworks damals aussahen. Echt so anders als heute, aber ja, finde ich schon echt mega, mega cool. Aber auf jeden Fall die 5 Karten, einfach nur weil die okay Stats haben, so. Und ich nichts Besseres hatte. Ähnlich mit Fiend Reflection 2. Hatte 1400 Verteidigung, ist okay. Der Turtle Tiger ist tatsächlich sehr gut. 1500 Verteidigung, ist echt solide. Armored Starfish. Natürlich keine starke Karte, aber ja, hat halt nichts Besseres. Spirit of the Heart tatsächlich sehr, sehr stark. 2000 Defense, da kommt man halt kaum drüber. Und tatsächlich bei Green Phantom King ähnlich. Ohne Tributmonster kommst du da halt nicht drüber, was halt sehr stark ist. Und den haben wir zum Glück dreimal gezogen, das ist echt cool. Und einfach weil ich so viele schlechte Monster gezogen habe, spiele ich Remove Trap tatsächlich auf 3 im Main Deck. Weil es gibt schon ein paar Fallen, noch nicht viele, also die Karte ist noch nicht so gut, aber man kann sie halt auch mal ganz gut als Fake irgendwie hinlegen, um den Gegner irgendwie dazu zu bringen, vielleicht mal nicht anzugreifen oder so. Und man kann auch wissen, was der Gegner da liegen hat, wenn man keine Falle aufdeckt. Und wenn es eine Falle ist, umso besser. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Fallgrube, glaube ich. Deswegen ist das ganz gut. Dann der Topf der Gier, natürlich Mega-Karte, super, super stark. 2 ziehen. Ja, nimmt man immer gerne. Stop Defense, ganz coole Karte gegen diese 2000 Defense Monster irgendwie, weil die oft nicht so viel Angriff haben. Spalt, einfach super starke Karte, vor allem wenn der Gegner irgendwie nur ein starkes Monster liegen hat oder so, sehr, sehr geil. Two-Pronged Attack ist nicht wirklich gut, ist aber okay, wenn man irgendwie zwei relativ schlechte Monster hat und der Gegner irgendwas stark spielt oder wenn man zwei Monster hat und der Gegner, ich weiß ja nicht, ob Johnny Schwarzes Loch oder Regeki gezogen hat, aber wenn man zwei Sachen liegen hat, kann man die halt anketten und wenigstens auch noch, also Schwarzes Loch natürlich nicht, dann ist egal, aber wenn er Regeki spielt und schon Monster liegen hat, wenigstens noch eins seiner Monster quasi mitnehmen. Deswegen die auch auf 3. Und den Dragon Capture Jar, tatsächlich nur, falls Johnny irgendwelche starken Drachen gezogen hat oder so, aber die kommt beim nächsten Set wahrscheinlich auch direkt raus, aber
Erstmal hatte ich aber nichts Besseres. Im Extra-Deck spiele ich natürlich eigentlich nichts. Ich wollte den nur noch nicht wegschmeißen. So. Der ist halt mega cool und ja, keine Ahnung. Wird sich auch nicht lohnen, den irgendwie als Ziel zu behalten für Cyberstein oder so. Ich weiß eh nicht, wann der rauskommt. Das dauert halt auch noch eine Weile, aber jetzt gerade wollte ich ihn einfach noch nicht wegschmeißen. Und im Side-Deck spiele ich tatsächlich einfach die nächstbesten, in Anführungsstrichen, besten Monster, die ich hatte. Einfach nur, falls Johnny irgendwie eine bestimmte Field-Spell spielt oder so und, keine Ahnung, dann, dass man dann Krieger oder so reinziden kann. Und die drei Burn-Karten, die 500 bzw. 600 Schaden machen, ist eher ein Joke, weil ich sonst einfach nichts hatte, was ich noch gut hätte siden können, weil ich jetzt kein Field-Spell spielen wollte unbedingt. Ja, und keine Ahnung, vielleicht bringen einem diese Karten ja mal den Sieg. Wir werden sehen. Aber ich will jetzt gar nicht so lange labern. Lasst uns einfach direkt ins erste Duell starten. Los geht's. Ja, sollen wir uns mal reinziehen, wie es gelaufen ist? Ja, unser erstes Match. Ja, ich wusste ja schon, dass ich nicht so richtig geil gezogen habe. Aber ja, gucken wir mal rein. Ich glaube, du hast Schere, Stein, Papier gewonnen. Hast mich, ich habe gewonnen und bin second gegangen, genau. Genau, ja, würde ich auch immer so machen, einfach um die Karte zu ziehen. Ja, du hast natürlich direkt Urabi. Aber das ist mein einziger Urabi, ja. Aber ich habe natürlich trotzdem sehr gut gezogen. Ja. Ja, deswegen, wir lassen es auch einfach so ein bisschen schneller durchlaufen, weil es passiert ja immer nicht so unfassbar viel. Jetzt habe ich halt ein 2000er Verteidigungsmonster, wo man erstmal nicht einfach mal so drüber kommt. Aber man sieht, ich habe schon mein One-Tribute-Monster auf der Hand. Ich würde jetzt nur noch warten, bis ich Sogen ziehe und die Ausrüstungszauberkarte. Das hatte ich ja im Deckbild auch erklärt. Ey, und er hat natürlich auch den Drachenflug gezogen, den ich auch gezogen habe. Das ist eine sehr gute Super-Rare, ne? Ja, die ist echt, ist, glaube ich, das stärkste Tributmonster, also das Ein-Tributmonster. Das stärkste Ein-Tributmonster ist, ja. Und das war auch gerade geil. Das kann man mal kurz pausieren. Ich dachte so, ich habe halt die Falle hier gelegt, weil ich so dachte, okay, wenn er damit das Monster angreift, keine Ahnung, ich war mir nicht sicher, vielleicht opfere ich meinen Aquamador, um halt sein Monster wegzubekommen. Ja, yeah. Aber er hat einfach den Aquamador angegriffen. Das war aber nicht so geplant. Also ich wollte eigentlich das andere Monster angreifen, hab mich nur verdrückt. Ja, und, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, eigentlich habe ich ihn hard outplayed und wusste, dass er seine Trap da liegen hatte. Ja, genau. Ja, aber war dann ganz gut für mich, weil wo es hier weitergeht, jetzt hatte ich halt noch ein Gammelmonster für meine Falle und dachte mir so, jawohl, ey, dann lohnt sich das ja richtig, den Drachenfluch zu schießen. Und ja, aber hätte ich da schon gewusst, dass du die Schwerter auch noch auf der Hand hast, richtig gut. Und das natürlich auch. Das auch sehr gut, dass der Effekt von diesem Ninja, dieser Flip-Effekt einfach mandatory ist. Das heißt, ich muss ihn benutzen. Wenn ich dann eine eigene Spell gesettet hätte, dann wäre die jetzt weg. Ja, und dadurch, dass er die Falle halt aufdecken musste, wusste ich halt, dass da Trap Hole liegt, so. Auch das ganz, ganz geil auf jeden Fall. Ja, muss ich auf jeden Fall aufpassen mit dem komischen Ninja. Wenn ich dann halt so meinen Sogen liegen habe oder die Ausrüstungsspells und nichts anderes zum Targeten, dann sind die aber weg. Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, so, ja, spiele ich vielleicht mit einer Field-Spell, aber ich hatte irgendwie nicht genug Krieger und so, dachte ich zumindest. Aber hat bei dir auf jeden Fall ganz gut geklappt, ey, und dann kommst du echt mit dieser gammeligen Ausrüstung zu machen, sogar mein 2000 Verteidigungsmonster rüber. Und jetzt habe ich sogar einen Drachenfluch aufgezogen, der mir halt nichts bringt. Ja, und jetzt haben wir das Trap Hole und ja, man sieht schon, ist jetzt echt schwierig. Ja, da bin ich jetzt dann für den Greed Sieg gegangen noch mit Stone Soldier im Angriffsmodus und so. Ja, ey, das, also, ja, und da wusste ich halt, ich kann eigentlich nichts mehr machen, hab dann halt nochmal ein paar Lebenspunkte Schaden gemacht und ja, da muss man leider sagen, die erste Runde ist an dich gegangen. Die ging ziemlich eindeutig an mich, ja. Und gucken, ob du in der nächsten besser ziehst. Ja, eben, ey. Gucken wir mal, wie die nächste Runde gelaufen ist. Ja, genau. Zweites Duell. Ja. Starthand hast du einfach Raigeki. Ah, ich sehe gerade, dass du auch den Remove Trap hast. Ja, genau. Das wollte ich noch sagen, weil als ich das Deckprofil gemacht habe vorhin und die Karte, meine ich so, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Karte vielleicht, so einen Fallen wegzukriegen. Aber ich muss sagen, ich habe auch überlesen, dass da steht, nur offen. Und dann hast du das gemacht und gesagt, oh scheiße, geht nicht. Und ich gucke auf meine Hand und ich hatte einfach zweimal die. Aber jetzt ich habe sie auf jeden Fall auch in mein Deck getan und jetzt auch reingesidet. Sie ist bei mir im Side-Deck. Ja. Weil ich auch dachte, dass sie ja gut ist gegen Trap-Hole und so, aber das geht einfach gar nicht. Ja, nee, das haben wir beide, das haben richtig schlecht von uns beiden. Also eigentlich war das, man sieht ja gleich, ich bin ein Gott. Ja, okay.
Auf jeden Fall, ja, jetzt habe ich dich natürlich anfangen lassen, weil ja, diese extra. Wie wir schon gesagt haben, eine Karte mehr ist einfach gut. Ich habe wieder Urabi gezogen, meinen einen Urabi, der mag mich einfach. Ja, voll, ey. Aber noch war es nicht so schlimm, weil ich ja mein Monster mit 1600 Verteidigung hatte und da kommt man ohne Tributmonster gar nicht rüber. So, das halt nicht. Nee. Also mit Ausrüstungszauberkarte ja, klar. Auch rüber. Genau, klar. Aber. Ja, und mit einer einzelnen Karte ja, habe ich eine Spell getroffen. Ja, du hast eine Spell getroffen. Und den Skull Red Bird, das beste 4-Sterne-Monster, hat er natürlich auch gezogen. Zweimal. Ich habe es nicht gezogen. Aber ey, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja schon gesagt, dass ich einfach besser ziehen muss als du und dann ist es easy. Das stimmt, wie man hier sieht. Also ich dachte jetzt gerade noch, okay, ich bin noch okay im Game, wenn ich was Gutes ziehe. So. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass du bei Geki und die verräterischen Schwert auf der Hand. Ich dachte hier, ey, mit meinem Drachenfluch, komm. Alles ey, offen. Ey, aber wirklich. Ich meine, man muss natürlich sagen, nach dem ersten Hauptset werden im zweiten dann schon 80% der Karten ausgetauscht, weil die einfach so viel besser sind. Aber momentan spielen wir ganz schön gammeliges Zeug. Man sieht, ich habe auch jetzt hier diesen Kriegertypen gezogen. Den könnte ich zwar mit dem Schwert auf 1400 pushen und dann mit Sogen auf 1600, aber. Ich habe den tatsächlich reingesidet, weil ja. Ich habe ein paar Kriegermonster im Side-Deck gehabt, eben für, genau für diesen Fall. Aber ja. Also, dass ich Sogen nehme. Genau. Mhm. Ja, und jetzt hatte ich ganz gut Schaden gemacht, aber. Ja, und ich habe mich dann jetzt in dem Fall dazu entschieden, nicht den Raigeki zu benutzen, sondern darauf zu setzen, dass ich noch ein Monster mehr ziehe, um den Tribal Great Dragon rauszukriegen. Ja. Naja, ist auch ganz gut. Ich meine, wenn man Raigeki nicht unbedingt braucht, warum verschwenden? Ja. Dann lieber darauf hoffen, dass der Gegner irgendwie noch ein paar Monster legt und ja, man sieht jetzt hier, passiert gerade nicht so viel, weil... Du hast diese komische Seeschlange drin. Ja, weil ich habe auch den Succubus Knight nur einmal gezogen. Den habe ich zweimal gezogen. Ich hätte ihn sehr gerne dreimal gezogen, aber ich habe ihn zweimal. Also. Und ich dachte, der... mache ich ganz kurz Pause. Und ich dachte halt, er hier kommt halt wenigstens über jedes Nicht-Tributmonster rüber. Also ja, wenn du so ein Skullbird also, hast und nicht nur einen mit 2000 Defense oder so, dachte ich, okay, dann könnte ich wenigstens, wenn ich irgendwie für Game gehen will oder du noch nicht mehr so viele Lifepoints hast, ihn halt rufen und über deinen Vogel rübergehen oder so. Das stimmt. Und da ist der Drachenkrug, ja. Der jetzt eine offene Fallenkarte ist. Ja. Endlich mal. Ja. Und genau dafür war das natürlich, dass ich die Remove Trap mitgenommen habe. Ja, nee, hat auch echt gut funktioniert. Und der Drache ist halt unnormal geil. Nicht so geil wie der weiße Drache natürlich, aber sonst auch unnormal stark. Dreihorndrache ist sehr, 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 sehr gut. Mega. Also wie man am Anfang sieht, haben die noch ganz oft diese gammeligen 50 Angriffspunkte mehr. Ja, das sieht man einfach eigentlich. Kaum noch. Nee, also, stimmt, das gibt es sehr selten. Oder wenn man mal so irgendwie so bei so 1850 bei so Charmer-Karten oder so. Ja, aber. Jo, da kommt wieder mein Spinnenritter. Und ich wusste, jetzt wird's eng. Weil ich habe gehofft, dass ich noch Spalt ziehe und mache ich ja vielleicht gleich auch noch. Aber ich habe schon gesehen, okay, fuck. Also jetzt kommt er auf jeden Fall über alle meine Monster drüber irgendwie. Ja, und ich habe halt einfach aufgeräumt. Ne? Raigeki auch immer noch auf der Hand. Ja, und man muss auch noch mal ganz kurz erwähnen, meine zwei verdeckten Karten waren natürlich auch richtig gut. Zweimal Remove Trap, ja. Da hatte ich aber tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe überlegt, ob ich auf den Samurai warte oder so, aber... Ja, nee, aber... Dann wollte ich für Game gehen. Ich hatte eh noch Raigeki für die Absicherung. Kriege noch ein bisschen Burn Damage. Ja. Noch eine Trap Ball gezogen, falls er was Gutes holt. Ja, aber selbst wenn ich jetzt Spalt, habe ich ja tatsächlich auch gezogen. Nein, ich leider nicht. Und Spalt habe ich sogar zweimal gezogen, aber auch der hätte mich jetzt nicht mehr gerettet. Und jetzt Risiko natürlich mit Raigeki, also Risiko in Anführungsstrichen. Und ja, 2-0. Easy 2-0, jawohl. Ja, muss ich leider sagen, du hast mich gut nass gemacht. Ja gut, erstes Set, ne? Ja, ich hoffe auch wirklich, dass ich im nächsten Set auch mal was Geiles ziehen kann, dass ich eine Chance habe. Ja, mal gucken. Und ja, ich frage dich einfach mal direkt, weißt du, was du für eine Karte willst aus dem Set? Aus dem Set jetzt? Nee, ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Irgendein Krieger-Support? Fusion vielleicht? Ja, also du kannst dir jetzt eine, weil genau das haben wir ja auch am Anfang schon erklärt, weil er jetzt gewonnen hat. 2-0 also, auch noch. 2-0. Ja, dann krieg ich eigentlich zwei Karten, oder? Nee. Das haben wir zum Glück vorher nicht vereinbart. Ah, so gut. Aber du kannst dir irgendeine Karte aus dem Set halt aussuchen und die dann spielen. Zeige ich dann auf jeden Fall im nächsten Deck-Profile. Ja, und ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass das... die Schere zwischen schlecht und gut, die zwischen uns gerade ist, nicht noch weiter vergrößert. Aber Leute, ich hoffe, es hat euch Bock gemacht, uns zuzugucken. Uns hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall ein geiler Modus. Kann man nur weiterempfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt,
simuliert ein paar alte Duelle. Mega geil, haben wir auch öfter schon mit Kumpels gemacht und so. Und ja, Props gehen auf jeden Fall auch raus an Simo, haben wir auch am Anfang des Videos schon gesagt. Die Idee habe ich persönlich von seinem Channel, der ist auch hier unten nochmal verlinkt. Die machen das schon länger, die sind glaube ich schon bei Episode 30 oder so. Wir sind jetzt bei 1. Ja. Und ja, wir hoffen, ihr habt Bock, euch die nächsten Episoden auch reinzuziehen. Wir werden auf jeden Fall dieses Format, denke ich mal, eine Zeit lang machen. Einfach, ja, weil es einfach ist geil und mega nostalgisch, mega geil. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Francis Gaming und Johnny Steps.